1892 eröffnet Johann Kapsch eine feinmechanische Werkstätte in Wien. Der Sohn eines Bauern aus Drandul hat in der Reichshauptstadt eine Mechanikerlehre absolviert und fertigt nun Telegrafenstationen für die KK Post und Telegrafenverwaltung. Erste Telefonapparate folgen. Gemeinsam mit seinen Söhnen gründet er die Kapsch und Söhne OHG und errichtet 1913 eine Fabrik in Wien-Altmannsdorf, das Werk 1 am Johann-Hoffmann-Platz. Im Ersten Weltkrieg werden unter militärischer Aufsicht Geschosse und Zünder erzeugt. 1916 wird Kapsch in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, nimmt die Produktion von Zinntuben auf, baut das Telefonnetz für die Post aus und errichtet halbautomatische Amtszentralen. 1921 verstirbt Johann Kapsch. Er hinterlässt sein Lebenswerk, einen stattlichen Betrieb. . 1923 fertigt Kapsch den ersten Radioempfänger und macht sich mit solider Wertarbeit schnell einen Namen. Röhrentechnik verbessert die Empfangsleistung. Das erste Kapsch-Gerät mit eingebautem Lautsprecher heißt Pionier L. 1927 wird das Werk 2 in der Kranichberggasse in Betrieb genommen. Zusätzlich zum bestehenden Geschäft kündigen umfangreiche Bestellungen und Lieferungen an die Wehrmacht den nahenden Krieg an. Diese Bestellungen wurden getätigt, obwohl es zu keiner Zeit ein nahe Verhältnis der Familie zum NS-Regime gab. 1938 wird das Werk 2 vergrößert. Funk- und Peilgeräte werden entwickelt, Kasernen mit Telefoneinrichtungen versorgt. Auch Radios werden in dieser Zeit erzeugt, neben Eigenmarken auch der zentral verordnete Volksempfänger DKE 38. Über das Radio warnt der Kuckuck die Bevölkerung Wiens vor Fliegerangriffen. Kapsch verlagert Teile der Produktion aufs Land. Das Werk 2 wird durch Sprengbomben und Brände zur Hälfte zerstört. Mit 200 der einst 3000 Kapsch-Mitarbeiter erfolgt nach dem Krieg der Neustart. Kapsch präsentiert den Kleinempfänger Mucki und 1949 das portable Radio Weekend 5. Es wird zum Verkaufsschlager. In der Telefon- und Fernmeldetechnik punktet Kapsch mit dem Wählapparat W48. Er wird in großen Stückzahlen gefertigt. Die Umrüstung der Wählämter auf das Wählsystem 48 beschert Kapsch über Jahre gesicherte Aufträge. Kapsch hat wieder 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen übernimmt die Generalvertretung der Deutschen Telefunken, baut das Richtfunknetz für die Post aus und errichtet Rundfunksendeanlagen. Das erste UKW-Radio kommt auf den Markt, gefolgt vom Transistorgerät Capri. In der Fernmeldetechnik ist Kapsch mit dem Bau von Wählämtern in Italien und Brasilien aktiv. 1955 präsentiert Kapsch zum Staatsvertrag ein Fernsehgerät von Telefunken und produziert ab 1958 eigene Apparate. Nach dem Tod von Josef und Karl Kapsch stellt Sohn Karl als promovierter Mediziner die Weichen für Werk 3 in der Pottendorfer Straße. Es nimmt 1960 die Batteriefertigung auf. In Gensandorf entsteht das Werk 4. 25 Jahre lang werden dort Telefonapparate gebaut. Der Absatz von Radios sinkt. Bei den Fernsehern soll der Farbapparat Chromomatic den Umsatzrückgang stoppen. Sein stolzer Preis? 20.500 Schilling. 1970 rüstet Kapsch die österreichische Bahn mit Zugfunk aus.
ein hoffnungsträchtiges Zukunftsfeld. Die Wählämter sind österreichweit automatisiert. Durch den Ausbau der Kapazitäten läuft das Geschäft mit der Amtstechnik unvermindert weiter. Ein Prestigeprojekt von Kapsch ist 1973 die Errichtung der größten Nebenstellenanlage Österreichs mit über 8000 Teilnehmern für die Bundesgebäudeverwaltung. Auf der Choralpe montiert Kapsch eine Mittelbereichsradaranlage. Ein Panzer schleppt Lastwagen samt Ladung auf den Berg. Die Batteriefertigung wird aufgegeben. Kapsch startet die Herstellung von Leiterplatten. Die 1980er Jahre sind von Großaufträgen geprägt. Gemeinsam mit dem Nachbar Schrack wird Kapsch mit der Entwicklung des digitalen Telefonsystems OESD betraut und gründet die Tochtergesellschaft Austria Telecommunication. Das Bundesheer ordert Panzerfunkgeräte made in Austria. Zu deren Herstellung installiert Kapsch eine moderne Elektronikfertigung in Fürstenfeld. Die Produktion von Geräten der Unterhaltungselektronik wird eingestellt. Kapsch baut Wählämter in Ungarn und präsentiert Zugfunk 2000, der auch Bahnkunden in Osteuropa überzeugt. In den 1990er Jahren erfolgt der Einstieg und Ausbau des Verkehrstechnikgeschäfts. Kapsch errichtet das elektronische Ökopunktesystem für Österreich und übernimmt den Taxifunkanbieter Indelco. In der Schweiz erfassen 200 Mautstationen von Kapsch den Schwerverkehr. Kapsch gestaltet das Netzwerk für die Mobilcom Austria und deren Mobiltelefonnetz A1. Dieses Engagement erweist sich in weiterer Folge als ideal. Die digitale Mobiltelefonie entwickelt sich rasant. Übernehmen Georg, Kari und Elisabeth die Anteile der Familie Wilhelm Kapsch. Die Telekom-Branche schlittert in eine Krise. Kapsch verkauft sein Werk in Fürstenfeld, reduziert die Fertigung im Stammwerk und sichert sich mit der Übernahme von Schrack Businesscom eine führende Position im Enterprise-Geschäft. Der Kauf des schwedischen Spezialisten für Mautsysteme Combitech untermauert das klare Bekenntnis zur Verkehrstechnik. Die Kapsch AG wird 2002 in drei homogene Gesellschaften überführt. Kapsch Carriercom für Telekommunikationslösungen bei Fest-, Mobil- und Datennetzen, Kapsch Trafficcom für Verkehrstelematiksysteme und Kapsch Businesscom für Netzwerk- und IT-Lösungen. Kapsch erhält 2003 den Auftrag für ein österreichweites flächendeckendes MLFF-LKW-Mautsystem. Errichtet 2006 in Rekordzeit das elektronische LKW-Mautsystem in Tschechien und übernimmt in weiterer Folge den kommerziellen und technischen Betrieb. 2007 unternimmt Kapsch Trafficcom den Schritt an die Börse. 2009 wird die Aktie der Kapsch Trafficcom AG in den Phoenix Nachhaltigkeitsindex aufgenommen. Kapsch Businesscom baut ihre starke Position als Cisco Goldpartner weiter aus und Kapsch Carriercom stärkt durch weitere Zukäufe ihre strategische Position in Zentral- und Osteuropa. 2010 erwirbt Kapsch Trafficcom Mark IV IVHS, sichert sich damit eine ausgezeichnete Marktposition in Nordamerika und erhält in weiterer Folge Großaufträge in Südafrika, Polen und den USA. Neben der GSM-Technologie für EMEA und Taiwan übernimmt Kapsch Carriercom von Nortel auch die gesamte GSM-R-Technologie und wird damit Weltmarktführer in diesem Produktsegment. Heute ist die Kapsch-Gruppe als Qualitäts- und Innovationsführer in den Wachstumsfeldern ICT, Information and Communications Technology und ITS, Intelligent Transportation Systems, mit Niederlassungen, Repräsentanzen und Beteiligungen weltweit vertreten und beschäftigt über 4.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.